Hallo meine Lieben, willkommen in meiner Küche. Heute habe ich einen ganz bekannten Klassiker, die Donauwelle mal ganz anders. Es ist ein ganz besonderer Kuchen, denn durch den säuerlichen Rhabarber und der süßen Erdbeeren ist es eine ganz tolle Kombination. Die Erdbeeren sind jetzt angetaut, ich habe sie jetzt in meinen Topf gegeben und sie beginnen jetzt so langsam an zu kochen und werde sie nachher pürieren. Ich püriere jetzt meine Erdbeeren. Den Zucker gebe ich jetzt dazu. Drei Esslöffel Wasser zur Stärke gegeben und vermische das miteinander. Und gebe das jetzt in meine Erdbeermischung hinein. Ich lasse das Ganze jetzt nochmal zum Kochen bringen, bis die ganze Masse abgebunden hat und dann ziehe ich das von der Herdplatte. Mein Pudding ist jetzt fertig und jetzt fülle ich ihn in meinen Topf. Ich gebe jetzt Frischhaltefolie darüber und drücke sie am Boden fest, damit keine Haut bildet. Ihr solltet jetzt die Butter aus dem Kühlschrank holen, damit das die Butter und der Pudding die gleiche Temperatur haben. Ich gebe jetzt Butter, Zucker und Vanillezucker in den Topf und schlage sie schaumig auf. Gebe ich nach und nach das Ei dazu und schlage es jedes einzelne so circa eine halbe Minute auf, bis das nächste folgt.
das Mehl und das Backpulver durch. Ich vermische das Backpulver mit dem Mehl. Mein Teig ist jetzt erstmal fertig. Ich habe die Prise Salz vergessen, die kommt natürlich auch noch mit rein. Machen, dass der dunkle Teig unten ist und der helle Teig oben, dass man die Rhabarber gut sehen kann. Dann fülle ich mir den Teil, der hell bleiben soll, erstmal separat in einen Teller. Wie viel ihr von dem dunklen Teig haben wollt oder wie viel der Teil hell bleiben soll, das entscheidet ihr dann für euch. Der helle Teig. Ich habe jetzt hier mein Kakaopulver und Wasser. Ich gebe 2 Esslöffel Wasser in das Kakaopulver hinein und vermische es miteinander, damit das der dunkle Teig genau die gleiche Konsistenz hat wie der helle. Darum gebe ich ein bisschen Wasser in den Kakao, in das Kakaopulver hinein. Das Ganze schlage ich noch mal kurz mit dem Mixer auf. Der Teig in die Form. Ich werde meinen Kuchen in einen Backrahmen backen und der hat die Maße 18 x 28. Ich fülle jetzt den dunklen Teig zuerst ein. Verstreiche ihn. Wer keine Winkelpalette hat, es lässt sich gut mit dem Tortenheber verstreichen. Dann verteile ich den hellen Teig über den dunklen Schokoladenteig darüber. Rhabarberstückchen habe ich schon gewaschen und geputzt und die verteile ich jetzt auf den Teig.
Mein Rhabarberkuchen geht jetzt im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 35 Minuten gebacken. Mein Erdbeerpudding ist jetzt abgekühlt und die Butter ist jetzt auch auf Zimmertemperatur. Und jetzt kann ich beginnen, die Butter schaumig aufzuschlagen. Schlage ich auch den Erdbeerpudding auf. Und jetzt gebe ich portionsweise den Erdbeerpudding in die Butter hinein. Kuchen ist jetzt vollständig ausgekühlt. Ich habe ihn jetzt auf die Transportbox gestellt und meinen Rahmen umspannt. Und jetzt verteile ich meine Erdbeerbuttercreme darauf. Rhabarber-Donauwelle kommt jetzt mindestens für eine halbe Stunde erstmal in den Kühlschrank. Ich habe hier Zartbitterschokolade, ich werde sie jetzt fein hacken und in der Mikrowelle schmelzen. Ihr könnt sie auch auf einem Topf in einem Wasserbad schmelzen. Schokolade ist jetzt geschmolzen und ich gebe jetzt einen Esslöffel Öl dazu. Schokolade auf dem Kuchen.
Bade jetzt etwas anziehen und dann gehe ich mit diesem Kamm hier rüber und ziehe mir hier die Muster ein. Die Rhabarber-Donauwelle schmeckt herrlich frisch, denn durch den Rhabarber und den süßen Erdbeeren hat es einen ganz besonderen Geschmack. Wenn ihr die Donauwelle nachbackt, hoffe ich, dass der Kuchen euch genauso gut schmeckt wie mir. Ich hoffe, mein Rezeptvideo hat euch gefallen. Über ein Däumchen hoch und die Glocke freue ich mich sehr. Abonniert meinen Kanal, sodass ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eure Lena. Tschüss.